hat geklappt. Und jetzt schnell runter vom Baum. Fang uns auf, Faxe! Fang mich! Er kommt! Weg mit dem Ding, Faxe! Na los! Puh, das war aber knapp. Was machen wir denn jetzt? Wir suchen einen anderen Ausgang. Ist hier drin etwa noch ein anderer Wolf? Klar, die Höhle ist wie ein Stimmenverstärker. Deshalb wirkt es, als wäre der Wolf hier bei uns. Was ist in deinem Körbchen, Faxe? Beeren? Winselnde Beeren? Das ist mein Bäuchlein. Ich hab Hunger. Vicky! Olme! Vicky! Faxe! Vicky? Vicky, wo bist du? Sie sollten doch nicht so tief in den Wald gehen. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die anderen zu Hilfe holen, Ilva. Das könnte gefährlich werden. Unser Sohn braucht uns, Halva. Jetzt! Er springt immer höher! Faxe, der junge Wolf gehört zu seiner Mutter. Wir müssen ihn ihr zurückgeben. Seiner Mutter? Oh nein, das habe ich nicht gewusst, Vicky. Ich dachte, er wäre allein. Ich wollte mich um ihn kümmern. Ich hab dir ja gesagt, dass man einen Wolf nicht mitnehmen darf. Wilde Tiere gehören ganz einfach in die Wildnis. Ich werde ihn freilassen. Hä? Wo ist er hin? Da ist er! Ich komm nicht ran. Wo ist das Wolfsjunge? Seine Mutter wird immer wütender. Ulme, komm her, wir brauchen dich. Ja, gut so. Sobald der Kleine im Korb ist, zieht er mich wieder hoch. Komm her, Wölfchen. Na komm, du schaffst das. Komm, spring ins Körbchen. Na, komm her, mein Kleiner. Sei ein braves Wölfchen. Ja, komm her. Ha, 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 ha,